Urs Werder, du kandidierst für das SMP-Präsidium. Warum bist du der geeignete Nachfolger für Hans-Peter Kern? Ob ich den geeigneten Nachfolger werde die Delegierten entscheiden. Ich bin schon lange in der Milchbranche tätig. Ich bin Präsident der Käserei-Milch-Kommission schweizweit. Ich bin der Geschäftsleitung des Appenzeller Käse. Ich bin Präsident Branche Butter, Präsident Branche Milchpulver, Vorstand SMP. Ich kenne den Milchmarkt, denke ich, vom Käse und von der Industrie. Ich kenne die Schweizer Milchwirtschaft, wie sie funktioniert. Und ich habe ein breites Wissen, darum denke ich, bin ich fähig, das Amt auszuüben. Ob ich den geeignet bin, soll ich die Delegierten entscheiden. Warum bist du überhaupt Milchproduzent? Ich habe Freude an den Kühen. Und darum tue ich gerne melken. Und das ist für mich ein Beruf, darum mache ich das gerne. Wie schätzt du die aktuelle Situation auf dem Milchmarkt ein? Ja, aktuell, das werde ich mir immer haben, im Frühling ein bisschen feurige Milch oder zu viel. Aber für das haben wir ja auch immer reguliert Produktion mit Pulver und Butter. Und sonst sieht die Lage gut ein, weil die Milch wird eher knapp sein während dem Jahr. Und das ist immer, merkt man auch am Preis. Und das ist, darum sieht die Lage gut ein als gut. Jetzt haben viele Käserei-Milchproduzenten bekommen gar nicht viel mehr Milchpreis als die, die Molkereimilch abliefern. Wie siehst du dort die Situation? Das stimmt, es werden immer einzelne Produzenten geben, sicher beim Emmentaler, die jetzt immer die Silo-Freifütterung aufgeben und auf Silomilch umstellen. Aber es nützt ja nichts, wenn wir immer teure Milch produzieren und die nicht verwerten können. Es ist vielleicht besser, wenn noch ein paar umstellen. Aber längerfristig sehe ich im Käse ein gutes Potenzial. Jetzt der Bund, der fördert ja vor allem Zweinutzungskuh. Vor allem auch gerade mit der Einführung des Weidebeitrags. Befürwortest du diese Entwicklung? Ich glaube, mit dem Weidebeitrag wird die Milchproduktion überhaupt nicht unterstützt. Ich glaube nicht, dass eine ganz extensive Produktion ist das möglich. Ich selber tue ja auch viel weiter, aber das ist auf unserem Betrieb nicht möglich, den Weidebeitrag abzuholen, weil 70% über die ganze Saison, da muss man eben, und regelmässig, das muss man eben fast nicht möglich in einer Produktion mit Milchwirtschaft. Und darum tue ich diese Zeug auch nicht befürworten. Ich denke, es muss jeder selber wissen, was für eine Milchkuh das er hat. Und im Talgebiet, denke ich, wo man Mais produzieren kann, kann man sicher auch gewisse höhere Leistungen anstreben, weder im voralpinen Hügelgebiet, wo wir hier sind, oder im Berggebiet, wo man einfach, es muss ein bisschen auf Futterbasis passen, denke ich. Und darum wird es auch richtig sein, dass wir in der Schweiz weiterhin verschiedene Kührassen haben.